Leute, jetzt geht's aber wirklich los. Gestern hat es ja nicht geklappt. Wir waren heute Morgen schon im Internet. Total aufregend, nach 5 Tagen mal ins Internet zu kommen. Auch mal meiner Mutter Bescheid gesagt, dass es mir gut geht und allen anderen Freunden. Ich weiß auch nicht, ob jedem das so bewusst ist, dass es hier in Kuba nicht überall Internet gibt. Wir haben uns auch entschieden, wir werden nicht nach Varadero fahren, sondern nach Piña de Rio. Oder wie das heißt. Und ready? Ready. Willy? Yes. Okay, weil er sagt immer, er ist fertig und dann braucht er noch ungefähr eine Stunde, weil er noch irgendwas uns organisieren muss. Los geht die Luzi. Okay, Leute, wie man sieht, geht's jetzt wirklich los. Arriba, caballero, se va la máquina para allá con Piña del Río. Aproveche, muchacho, aproveche. Ahora vengo todavía, caballero. Arriba, la máquina para Piña del Río. Va a usted acá, invito a Guanajay, a peso. Vamos, bajando. Mexican beer in Cuba. Ja Leute, das ist ein See in Kuba. Ist auch interessant. Irgendwie Palmen und ein See habe ich so noch nie gesehen. Aber hier sind so viele Algen. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll. And good? Very good. Yeah? Wir haben gerade schon gesagt, dass wir sowas noch nie gesehen haben. Einfach ein See umzingelt von Palmen. Das ist so schön. Also das habe ich noch nie gesehen, das hat er auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall was Besonderes. This is the heart of the plan. So cool. So viel Grün habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gesehen. So, ich bin jetzt mal gespannt, wo wir jetzt sind. Ich habe keine Ahnung, wir sind irgendwo lang gefahren. Auf jeden Fall haben wir bis jetzt nicht 1 Cent bezahlt. Und wir hätten aber normalerweise bestimmt schon 17 Dollar bezahlt. Also muss man sich mal überlegen, nur weil er Kubaner ist und immer dann mit den Leuten spricht. Ich habe keine Ahnung, was er genau mit den Leuten da redet, aber ja. Thank you, Diosdado. You are the best. This was the name of the guy that let us come here for free. It was like 13 bucks per person. And thank you to this man, Diosdado. We are here for free. So Kuba is expensive sometimes, guys. But if you know how to move, it's just pure business. And you can move very cheap. If you know me or if you know some Cuban, just ask. And always, do business with the locals. Das ist der Tipp von einem waschechten Kubaner, Leute. Also es geht auch günstig durch Kuba. Man muss, oh, jetzt glaube ich, wir sind an einem Wasserfall. Ganz schön touristisch hier. Okay, cool. So, wir sind jetzt irgendeinen Berg hier hochgelaufen. Ich bin am Ölen, ich kann nicht mehr. Ich glaube, Vasco ist echt so ein Abenteurer. Ich wusste das nicht, ne? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir vielleicht nochmal überlegt mit der Reise. Oh, fuck. Er hört irgendwie hin, aber das hier, ihr könnt nicht vorstellen, wie warm das ist. Das ist unnormal. Ja, komm, lass mal den Weg lang gehen, mal gucken, wo der hinführt. Dann läufst du erstmal eine halbe Stunde irgendwie einen Berg hoch, um dann zu gucken, was da sein könnte. Aber es ist schön hier, also mitten im Grün irgendwo.
So, meine lieben Freunde, oh, man sieht mich gar nicht, es ist viel zu dunkel. Aber ich wollte nur mal einen Tipp geben, wie man am günstigsten über die Runden kommt. Und zwar macht man das so wie wir. Man holt sich erstmal ein Bier für 40 Cent, dann geht man in ein Restaurant, wählt das günstigste Gericht aus und dann lässt man sich noch ein Liter Wasser in eine Plastikflasche füllen zum Mitnehmen. Und dann guckt man, dass man irgendwo sein Zelt aufschlägt. Und wir haben keine Ahnung wo. Wir sind auf jeden Fall müde. Wir könnten auch mal im Auto schlafen, das Auto ist klein. Wir haben heute einfach kein Geld ausgegeben. Das Einzige, was ich jetzt ausgegeben habe, okay, ich habe mir zwei Gin Tonics geholt für 3 Dollar jeweils und noch was gegessen für 4 Dollar. Das war das Günstigste. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Würde meine Mutter das sehen, wie wir in diesem Restaurant gerade saßen. Er mit seinem Plastikbecher mit Bier, ey. Das würde ich jetzt in Deutschland nicht machen. Aber hier kann man das machen. Hier, scheißegal, Kuba kann man machen. Mal gucken, ob das Pärchen noch kommt. Franzose und die Mexikanerin. Die waren richtig nett. Wir wollten uns eigentlich nochmal später treffen, aber wir sind so müde. Ich glaube, wir gehen einfach nur unser Zelt irgendwo aufschlagen gleich. Sag's euch, Leute, sowas habe ich noch nie gemacht. Aber mit ihnen hier, ne? Kann nur ein Abenteuer entstehen. Es geht gar nicht anders. Das sieht aus wie in Dirty Dancing, Leute, hier. Ich weiß auch nicht. Mich erinnert das so krass daran. Hier überall sind die Wohnungen und unten ist der See. Bungalow. Und wir gehen jetzt auf irgendeine, ich weiß nicht, was das ist, Partyveranstaltung. Wir sind so müde eigentlich. Wir wollen mal gucken, was da los ist. Ich bin jetzt nicht im Party-Modus. Aber hier auch nicht. Ja, auf jeden Fall, wir sind hier original im Dirty Dancing-Film gelandet. Leute, guck mal, das ist eine Riesenspinne hier. Aber das sieht man ganz schlecht. Die ist gerade hier rüber gerannt. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Boah, ist die groß. Ich habe noch nie so eine fette Spinne gesehen. Ach du Scheiße. Scheiße. Oh fuck! Vasco, another one, hier. Und hier soll ich zelten, Alter. Look. Und der, oh, I'm so afraid. I will not camping here when the spider come in. Of course not. They are so huge. I never saw this in my life. Oh Gott, ist die groß, Leute. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Spinne live gesehen, ne? Oh fuck, und wir sollen hier campen oder was? Ich mach mir in die Hosen, ehrlich jetzt. Wenn die mich ankrabbelt, dann krieg ich einen Schock fürs Leben. She's so big. Mein Gott. So, man sieht leider nichts, es ist viel zu dunkel, aber wir haben jetzt hier ein, ja, leider sieht man wirklich nichts. Hier sind auf jeden Fall ein paar Häuser. Und wir sind jetzt mitten irgendwo auf der Straße. Haben das Auto da geparkt, dass man uns nicht direkt sehen kann, wenn man hier vorbeifahren würde. Und werden hier das Zelt jetzt aufschlagen. This is how we do it, okay? Oh oh. Just follow me. The first thing you have to do, put the car first, so the security don't see us, okay? Yeah. Then you put the tent after the car. Okay. So it's, the side is blocked. Okay. And then we sleep like a baby. Oh ja, yeah. I'm so tired. Ich bin so müde, Leute. Und das ist so laut hier. And it's so... You hear that? What? The animals here? Yeah. Oh, it's so laut. But I have Oropax. Ja, ich habe Oropax mit. Ich bin mal gespannt, wie wir heute Nacht schlafen können. Ich hoffe, da kommen keine Spinnen. Ich meine, wir haben gerade so zwei fette Spinnen da gesehen. Ich hoffe, die kommen einfach uns nicht besuchen, weil ich würde einen Schock fürs Leben bekommen, ne? Ich bin jetzt im Zelt drin. I never was in a Zelt before. It's so funny. Mal gucken, ob wir hier gut schlafen können. Bin gespannt. Auf jeden Fall bin ich müde. Zähne putzen kann man vergessen. Auf Toilette gehen hoffentlich muss ich nicht. Und ja. Erstmal, dass ich irgendwie hier campe. Das habe ich früher als Kind gemacht. Ja, die Eltern haben das alles vorbereitet. Jetzt mache ich das einfach mal hier alleine.